So Leute, ich wollte euch noch zeigen, was ich in meinem Rucksack habe. Wir haben jetzt 3 Tage, ja, ich würde sagen, alpine Touren gemacht im Pitztal. Und jetzt zeige ich euch mal, was generell immer in meinem Rucksack war. Zum einen die Kamera, die Kamerahalterung und mein Handy natürlich, damit ich auch Notrufe absetzen kann. Dann in der Regel mein Brillenetui, damit meine normale Brille nicht beschädigt wird. Meine Sonnenbrille, klar, logisch, weil hier oben hatten wir jetzt 3 Tage eigentlich nur Sonnenschein. So, dann fangen wir mit der Tasche hier oben an. Da ist dann auch mein Geldbeutel drin. Ab und zu brauchen wir doch was. Dann habe ich hier ein paar Müsli-Riegel. Dann habe ich hier oben noch eine Taschenlampe, eine Stirnlampe für den Notfall. Außerdem hier ein Regenponcho, eine Map, also eine Karte vom Pitztal, von den Sommertouren, die möglich sind. Dann auf jeden Fall Sonnencreme, ja, sollte man auch dabei haben, wenn man auf 2000 bis 2800 Meter Höhe ist. Oh, und dann kommt hier noch einiges dazu. Einmal hier oben drin Tempos, ein Taschenmesser. Bisschen Pflaster, ein bisschen Verbandszeug für den Notfall. Dann habe ich hier meine Gadget Cap, ja, wo ich die Kamera drauf machen kann. Habe ich ja selber gebastelt, ist ganz cool. Hat auch gut funktioniert. Seht ihr ja bei der Tour, als ich den Klettersteig gegangen bin. Ja. So, wie gesagt, wir sind hier beim 3. Tag, also am letzten Tag. Leere Wasserflasche. Heute war wirklich nochmal ein brutaler Tag. Eine Regenhose. Nehmt es einfach mit, nehmt Regenzeug mit. Ja. Die 2 Sachen, die wiegen nicht viel. Ja. Das ist vielleicht insgesamt so, ja, vielleicht insgesamt 1 Kilo. Aber wenn ihr irgendwo unterwegs seid und dann das Pissen anfängt, ja, dann habt ihr Glück gehabt. So, hier habe ich noch ein Brötchen von heute Morgen, weil ich es MRI gegessen habe. MRI, guckt einfach mal in die Beschreibung, was es ist. Das zeige ich euch da. Dann habe ich hier noch einfach eine lange Hose. Heute Morgen bin ich mit langer Hose los. Kurze Hose im Rucksack. Auch das, nehmt euch langes Zeug mit, wenn ihr auf so eine Tour geht, weil irgendwann ist es vielleicht einfach zu kalt. So, wir sind hier auf 2800 Meter heute gegangen. Gestern waren wir auf 2750 Meter. Auch sowas, ihr seid froh, wenn ihr eine Mütze, einen Schal und Handschuhe dabei habt. Nehmt die mit, das wiegt nichts. Wenn ihr da oben friert und es euch scheiße geht, dann seid ihr froh, wenn ihr das dabei habt. Außerdem hier noch ein Beutel, ja, wo ich einfach zusätzliche Kameraakkus dabei hatte. Und das war es eigentlich schon. Natürlich hatte ich noch eine Jacke dabei. Ja. Ausreichend essen, ausreichend trinken, das ist wichtig. Das ist in meinem Rucksack gewesen. Ich denke, hier ist nichts mehr. Was ich gerade auch noch aussortiert habe, ist eben die Papier, achso, ja, Verbandszeug. Was ich gerade aussortiert habe, ist den Müll. Den nehme ich immer mit, wenn ich auf dem Berg bin. Selbst, ja, ich sage mal dazu, ich bin Raucher. Selbst meine Filter von meinen Zigarillos, die ich rauche, nehme ich mit, weil ich denke, die verrotten nicht. Die müssen dann nicht auf dem Berg liegen. So, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wenn ihr es sinnvoll findet, was ich in meinem Rucksack habe, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich denke, ich war die ganzen Tage für einen Notfall vorbereitet soweit. Ja, das war's. Wir sind heute richtig weit gegangen.
kann es euch mal auf der Karte zeigen, wenn ich es hinkriege. Wir sind heute. Wow, meine Oberschenkel tun weh. Ich muss mal gerade hier gucken. Okay. Warte mal, vielleicht kriegt man hier sogar noch ein bisschen Licht drauf. Ne, das stört eigentlich. Ich nehme euch mal so mit. So, muss ein bisschen die Schärfe einstellen. Wir sind heute hier in Mandorfen. Ich hoffe, ihr erkennt's. Im Pitztal gestartet. Wir sind mit der Bahn hoch zur Sunnaalm. Um den Riffelsee rum. Und dann den Offenbacher Höhenweg entlang. Bis ungefähr. Warte, lass mich kurz gucken. Bis ungefähr hier hin. Ja, da haben wir aber dann festgestellt, das ist einfach zu krass. Wir hätten hier über einen Gletscher gehen müssen. Ich sag mal, wir hatten keine Steigeisen dabei. Deshalb sollte man dann das auch nicht riskieren. Wir wollten eigentlich hier zum Taschachhaus und dann hier übers Taschachtal zurück zur Taschachalm. Und dann wieder nach Mandorfen. Ja, wie gesagt, das war alles, war ein Versuch. Wir waren hier hinten dann auf ungefähr 2800 Meter Höhe. War hammergeil. Es war eine Mondlandschaft ohnesgleichen. Und war trotz allem sehr schön. Aber zurück sind wir dann relativ zügig von 2800 Meter, also von hier hinten, wo wir auf dem Hinweg ungefähr 4 Stunden gebraucht haben. Wir sind um 9 hier oben etwa gestartet und um 9:30 ein bisschen hinten, da war ja so kurz nach 2. Und auf dem Rückweg haben wir wirklich, wirklich Gas gegeben, das glaubt ihr nicht. Aber wir haben von hier hinten bis zur Sunnaalm ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, 1 Stunde 30 Minuten. Haben gerade noch so um 16.30 Uhr die letzte Bahn vom Riffelsee runter nach Mandorfen gekriegt und sind heilfroh, dass wir das wirklich geschafft haben, sonst hätten wir hier hinten noch über die Taschachalm zurücklaufen müssen. So, gut, das war's vom heutigen Tag. Ich bedanke mich bei euch. Bis dann. Ciao.